Hallo und herzlich willkommen hier bei Empire Gaming. Ich freue mich heute, euch was ganz Besonderes präsentieren zu dürfen. Und zwar haben wir von Giant Software schon mal das Europa DLC bekommen. Und das werden wir euch jetzt hier ausführlich vorstellen. Die einzelnen Maschinen, was sie können, wie sie aussehen, wie die Animationen aussehen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir quatschen uns jetzt hier nicht müde. Wir fangen jetzt direkt mal an. Und zwar schauen wir mal hier eben in den Shop rein. Und zwar mache ich das jetzt mal ein bisschen anders. Wenn ich hier Europa finde. Shell System. Da. So, fangen wir einmal an. Und zwar haben wir hier den Europa Keiler 2, den Kartoffelroder, wo man jetzt im LS die Kartoffeln ernten kann, auch ohne das Kraut zu schlagen. Da bin ich mal echt gespannt. Das werden wir nachher ausprobieren. Ich habe es echt noch nicht getestet. Das wird eine richtige Premiere. So, kostet uns 200 Euro am Tag. Wir brauchen 150 Pferdchen dafür und der Bunker fast 10.000 Liter. Nimmt zwei Reihen mit Arbeitsbreite 2 Meter, kann ich irgendwie nicht denken. Arbeitsgeschwindigkeit von maximal 10 km/h und mit dem Ding kann man natürlich Kartoffeln ernten. So, dann haben wir die Maus. 5 für die Zuckerrüben von den Feld überzuladen in LKW von der Miete runter und das Ding hat 354 PS, Geschwindigkeit maximal 40 km/h und eine Arbeitsbreite von 10 Meter. 2 bzw. 20. So. Das Ding gab es ja schon von einer anderen Firma mit einer roten Lackierung. Aber das hier, das gibt es jetzt ganz neu. Das ist zwar die Europa Navarro Maus und damit kann ich nicht nur Mais laden, sondern halt auch hier sämtliche Getreidesorten, Sonnenblumen, Raps und ist das hier Strohmist? Keine Ahnung, muss ich echt nochmal gucken, was es alles ist. Aber ihr könnt jede Menge Sachen damit laden, was ich ein bisschen schade finde, dass man, ja gut, Kartoffeln muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ihr habt da jetzt schon viele Möglichkeiten damit. Dann haben wir hier den Europa Tiger 6 XL mit fetten 768 PS. Eine Arbeitsgeschwindigkeit von maximal 40 km/h und einem Bunkerfassungsvolumen von 43.000 Liter. Arbeitsgeschwindigkeit steht hier gar nicht bei. Warum auch immer. Dann natürlich noch hier den passenden RRXL 9X45 mit, hier steht es dann, Arbeitsgeschwindigkeit haben wir 12 km/h, 4 Meter Arbeitsbreite und ist natürlich passend nur für den Tiger XL. Und hier ist der passende Transportwagen für diesen Rübenaufsatz. Und ja, das war dieses. Und ich würde sagen, wir quatschen jetzt echt nicht lange, wir gucken uns das Ganze mal an. Ups. Hier haben wir ihn, den Europa Tiger XL. Auch hier mit so einem schönen Tigerchen drauf. Ganz schick. Ich steig mal aus und latsch mal so ein bisschen hier drumrum.
Ups. Hier, Tiger. Auch hinten nochmal fett der Tiger drauf. Was mir ganz gut gefällt, ist hier, das ganze Innenleben ist auch richtig schön animiert. Ich sollte, glaube ich, mal ins Mikro sprechen, das wäre etwas besser. Auch hier die ganze Mechanik hier, das sieht schon echt toll aus. Ja, auch hier wieder Europa XL. Und wir gucken uns das ganze Ding jetzt mal in Aktion an. Dafür klappen wir die ganze Geschichte jetzt erstmal auf. Das sieht dann so aus. Gucken wir uns auch mal genau an. Schaut der Bunker aus. Ja. Dann geht das Ganze jetzt auch los. Wir gucken mal, dass wir hier etwas näher dran kommen. Ja. Hier seht ihr manchmal ganz gut, wie das Kraut hier vorne abgeschlagen wird und dann darüber fliegt. Hier vorne auf den, in den Siebsternen laufen die Rüden natürlich dann weiter von dem ersten Siebstern in den zweiten und hier fällt auch schon jede Menge Dreck runter. Das ist ja nichts anderes als mehr oder weniger die erste Reinigungsstufe für die Zuckerrüben. Und hier kann man es mal ganz toll sehen. Wie das Ganze aussieht. Auch hier beim Rübenbein hier oben dreht sich recht viel. Was natürlich auch interessant ist, ist die Innenansicht. Das ist die hier. Ein sehr schönes Display. Ich frage mich, wann Giants es endlich mal macht. Bitte, bitte im nächsten LS, dass hier oben diese Monitore, dass die alle mal richtige Funktionen geben. Das gab es im 11er schon mit dem Lexion 770 TT von SFM, die hatten auch schon Monitore drin. Mein Gott, soll man halt machen, wenn es wieder heißt Performance-Gründe, dass man die Dinge außen anschalten kann und gut ist. Es ist so schade, da ist auch wieder ein Monitor. Also da hoffe ich echt, dass da wirklich mal noch was kommt. Radiosender Giants FM, auch lustig. nicht schlecht gemacht. Okay, aber ansonsten gefällt mir hier das wirklich gut. Die Innenansicht, wir gehen nochmal in die Außenansicht, dann wird es wieder laut. Und ist das nicht ein schönes Tigerchen, der uns hier unsere Rüben runter erntet. So, jetzt geht's weiter. Rüben haben wir alle runter. Schön an den Feldrand gekippt. So, wir kriegen den Kram jetzt wieder hoch. Natürlich mit dieser Europa Maus 2. Hier sieht man ganz gut vorne, das klappt aus. Die Kabine klappt hoch. Auch hier haben wir schön hier, dass sich das alles ausklappt. Wir schalten das ganze Ding mal an und gucken mal, ob er... Jo, er macht das. Wunderbar. Hm.
Das Rübenaufnehmen klappt auch wirklich sehr gut. Ich finde fast noch besser als bei ihrem Vorgänger. Wir gehen auch hier mal in die Innenansicht. Die Kabine wird direkt so schön geschwenkt, dass man hier mehr oder weniger auf das Förderband guckt und hier alles schön im Blick hat. Wir können natürlich auch hier diesen Arm hier verstellen, wie wir lustig sind, und den zweiten Auslegerarm natürlich auch. Das ist natürlich praktisch, wenn jetzt hier der LKW mal etwas pennt. So, das ist hier unsere Rübenmaus 2. Hat kein Futter mehr oder was? Ah, jetzt. Jetzt geht's weiter. Die nimmt das echt gut auf. Und okay. Super geiles Teil. Aber es ist ja noch lange nicht alles. Und zwar haben wir hier das nächste Tier. Und zwar ist das der Ropa-Keiler. Für die Kartoffelernte ist ein gezogener Kartoffelroder mit zwei Reihen. Und da soll ja jetzt hier der große Clou sein, dass man das Kraut nicht mehr separat schlagen muss. Ich kann es direkt hier mit dieser Maschine komplett rausziehen und es wird dann gereinigt und die Kartoffeln dann normal in den Bunker geschmissen. Wir gehen einmal um die Maschine rum. Hier auch schön mit dem Keiler 2 drauf. Aber wir gucken uns jetzt mal diese Maschine an, und zwar klappen wir das Ding mal aus. Dann geht da der Bunker auf, auch sehr schön. Und ja, jetzt seht ihr, es klappt. Ich kann endlich Kartoffelrot ohne dieses lästige Kraut vorher runterzuschlagen. Ich bin echt heilfroh, dass Giants das endlich auf die Kette bekommen hat. Gut, man kann es normalerweise vorher runterschlagen, aber man kann auch direkt so wie hier das Ganze machen. So, wir gehen auch hier mal ein bisschen in das Detail rein. Hier auch schön Partikel, die man sieht. Ich sollte mal ein bisschen rausgehen. Hier hinten auch die Reinigung. Hier hinten fliegt das ganze Kraut raus. Hier oben, wer Kartoffeln schon mal gemacht hat, das ist alles ähnlich. So. Wir lassen ihn mal noch ein bisschen bis vorne fahren. Viel Ernte ist ja hier nicht mehr, weil das Auskippen ist auch hochinteressant. Wir sind nämlich hier schon direkt auf der richtigen Seite. Machen wir hier das Röhrchen hoch.
Und da klappt hier dieses kleine Sieb runter. Das ist nämlich ganz praktisch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so einen kleinen Anhänger habe, dann kann ich nämlich hier einfach das Sieb auch runter machen und dann poltern die nicht so in den Anhänger rein. Ist das nicht geil? Echt super gemacht. So, weiter geht's. Wir sind schon viel zu lange in dieser Zeit, aber das DLC ist einfach bis jetzt das beste DLC, was Giants gemacht hat. So. Einmal One zu erhalten. Folgendermaßen. Die BGA ist ja nicht immer direkt um die Ecke von den Feldern und um hier weite Wege sich zu vereinfachen, hat sich Opa Folgendes einfallen lassen. Man häckselt hier schön und dann guckt man, dass man den ganzen Mist... Ups. Hier hinkippt an einen Haufen oder man macht eine Miete, wie auch immer. So. Und jetzt haben wir dieses Ding hier, das ist die Rupa Navarro Maus. Und zwar so. Einmal ausklappen. Und zwar sieht das Ding so aus. Die ist nämlich zur Aufnahme von feinkörnigen Stoffen, wie zum Beispiel Getreide, Mais, Raps, Sojabohnen und all solchen Kram. Und da werden wir jetzt einfach mal hier zack. Hört nichts. Uns das Ganze auch mal angucken. Ups. Und schon könnt ihr hier den Mais beladen. Wirklich sehr fix und schnell. Und in dem Fall jetzt mal ist gut. Wenn er dann endlich mal vorfährt. Hallo. Dankeschön. Hier gucken wir auch noch mal eben ganz kurz, und zwar ist das Ganze hier nicht mit Ketten, sondern mit Gummiförderbändern, weil ist ja logisch, sonst würde alles rausfallen oder durchfallen. Und dass man dieses hier gut transportiert bekommt, macht man das halt einfach mit diesen Gummiförderbändern. Und ihr seht, das wird so von der Seite eingezogen in diesen Zwischentrichter und dann hier schön über diese Förderbänder auf den LKW geladen und dann könnt ihr mit dem LKW bis nach Pirelmuckel fahren. Das ist logisch, ein LKW ist natürlich viel schneller als ein Traktor mit Anhänger und es passt auch viel mehr drauf und somit einfach schön hier hinkippen. Tolle Sache auch für Multiplayer, da kann man richtig fette Aktionen machen, da werden wir auch demnächst was machen, auf jeden Fall jetzt dieses Wochenende bestimmt. Eine fette Maishäckselaktion und eine fette Rübenaktion an einem anderen Tag, man kann hier schön eine Hexer farmen, zwei geben immer Kasala hier zu dieser Maus, einer fährt die Maus und dann hier 5-6 Abfahrer und ab alles zu BGA. In dem Sinne, dieses Rupa DLC ist jetzt ab
den, lass mich mal eben gucken in meiner schönen E-Mail. Das ist ab dem 13. glaube ich, der 5. Ja, ab dem 13. Es ist verfügbar, ab dem 13. März und wird, glaube ich, 7 oder 8 Euro kosten. Die genauen Zahlen könnt ihr aber auch auf www.empiregaming.de euch anschauen. Das werde ich euch auch nochmal verlinken und ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust auf dieses DLC gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange gequatscht, aber es war wirklich schon ausführlich, diese Maschinen vorzustellen, weil es nicht einfach nur ein Grubber ist, schon deutlich vielseitiger. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir einen Daumen oben da. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Josh von Empire Gaming. Bis, macht's gut. Ciao.